Ach, jetzt haben wir auch schön minus ein Stabi wieder. Ja, das müssen wir gleich wieder pushen. Also Stabilität habe ich 2, also ich weiß nicht, was ich für Probleme habe. Oh Gott, wir kriegen gleich Nationalisten. Oh Gott, das ist schlecht. Autonomie erhöhen, Autonomie erhöhen, Autonomie erhöhen. Erhöhe sie lieber, ja. Lieber Autonomie erhöhen als Nationalisten. Ugo, wo ist Ugo? Ugo ist besetzt. Ugo? Ja, super, ist da oben alles besetzt. Ey, Ainu, du kannst doch das Nationalisten sagen. Gut, dann mach ich das hier mal schnell. Ich hab auch noch so ganz komische Leute im Chat. Ich geh mal Ainu kloppen. Ja, dann klopp sie mal. Apropos Leute. Nimm den einen Anime. möcht ihr nicht Sagami besetzen bei Edo? Nur das so hatten Frage. Wir schon besetzt, aber es ist wieder entlagert worden. Entlagert. Hey, Telefon aus. Oh Mann, Spiel, fick dich. Dreckskack. Wie viel Geld willst du mir doch Events noch abziehen? Oh mein Gott, ich hab einen 2-Sterne-Entdecker. Was der mir bringt, weiß ich zwar auch nicht, aber ich hab einen 2-Sterne-Entdecker. Nein, du siehst immer bekommen hier was. Ja, da geht's ums Prinzip. Also geh zurück zu meinem Kiosk und sag dich da mal dazu. So, wie sieht das aus? Die das alle schon haben, die Cheater. Wo noch? Also, wie wenig Truppen haben die japanischen Kleinstaaten eigentlich? Frage ich mich nur. Bizen. Wo ist Bizen? Ach, das ist dort. Ja, hätte ich auch sagen können, dass im Westen ist. Taiyaman. So. So, bla, beendet. Horn ist der Kriegsstand. Nämlich die Provinz an. Ja, jetzt sind wir wieder schön modern. Toll. Geh an die Straße, wo du battles. Nicht in meinem Chat, also wirklich. Leute, ich hab einen neuen netten Vasall. Das ist doch nett. Der mag mich zwar nicht, aber ich hab ihn. Der hat nur eine einzige Provinz mit Entwicklung 3. Und trotzdem denkt er, dass er illoyal sein könnte. Wie putzig. Jetzt muss ich die Flotte besiegen. Auf Freitag, was ist? Geht gar nichts. So, wo ist unsere Flotte? Ich brauch die mal. Ihr habt eine Flotte? Ich dachte, das wären alles Holzschiffe. Was? Das sind doch auch Holzschiffe. Das macht gar keinen Sinn, was gesagt. Also. wo? Ugo? Ach, Ugo. Ja, dann hauen wir halt die Autonomie hoch. Hugo! Yay! Hugo ist immer toll. Hugo Oshima. Ist immer toll. Ach so, das haben wir noch besetzt. So kann ich meinen Ernst. Ja, warte noch eine Sekunde, ich mache erstmal die Ainu-Platten. Ja. Die wollen wir ja auch gleich mitnehmen im Sonderangebot. Ein schönes Sonderangebot. Was soll das stören? Oh, ich habe sogar ein Transportschiff erbeutet. Muss ich selbst nicht bauen. Na super, Ashikawa schon vorbei. Naja. Die haben noch Truppen? Ja, 14.000. Also 14. Ja. Das Lustige ist, ich könnte sogar bei Ashikaga Frieden erzwingen machen. Mach halt mal. Wenn die Aggressor wären. Gut, wie steht's um die Wissensteilung gerade? 1,86 im Monat. Ja, hast du auch in der Hauptstadt? Ja, hast du gut. Nein. Du hast es getan, ich sehe es, also drück dich nicht. Keine davor. Ahnung.
Ist viel zu weit weg. Du bist gar nicht in der Reichweite, ist ja ruhig da unten. Nö, ich meine, ob du in der Hauptstadt den Erlass machst. Also du hast ja... Also, warte mal, wer ist aus der Reichweite? Ja, du. Wer sagt das? Ich. Wieso aus der Reichweite? Ich mach doch gerade Wissensteilung mit dir. Das bildest du dir nur ein. Du hast plus 1,68 im Monat. Ja. Was? Das ist falsch. Ich habe nur 1 plus im Monat. Oder meinst du irgendwas anderes? Ich meine die Institution. Was soll das? Ach so. Uns gerade leisten können? Stimmt ja schon, ne? Weil dann haben wir wieder 2 Kolonien. Vielleicht soll ich auch eine 2. Kolonie aufbauen. Kann ich das jetzt endlich mal bekommen, den Dreck? Ja, dann müssen wir es entsprechend nördlich machen. Also die Institution wirst leider nicht schneller kriegen als jetzt so. Außer du pushst mit administrativer und diplomatischer Macht die und militärischer Macht die Entwicklung deiner Hauptstadt zum Beispiel. Oh. Aber da sollst du am besten erstmal vorher noch einen anderen Erlass reinmachen, und zwar den Entwicklungserlass. Das kannst du aber jetzt noch nicht ändern, das dauert noch etwas. Nördlich meine ich rüber über den schönen Pazifik. Also nicht quer durch den Pazifik. Okay. Let's go. Leute, Dinge erzählen, die ich schon weiß. 2! Jetzt haben wir doch noch eine. Okay. Das hat nichts gebracht, sehr gut. Gutes gemacht hat. Der fährt den Motocross. Guck aber aufs Klima im Norden, ne? Da gibt's auch immer nur das gleiche Klima. Alles Hosso, arktisch. Hosokawa schafft es ernsthaft nicht, die Provinz da am besten zurückzubringen. Dann nimmt die weitest entfernteste. Also Kakrikrim. Ja. Naja. Ich leiste uns auch schon mal einen Entdecker. Ja. Oh, endlich. Nehmen wir das. Also. Muss ich aber kurz die 3 Schiffe rausnehmen. Ach, endlich. Was müssen wir jetzt aufnehmen? Ich hab nichts gemacht. Das ist nicht mein Freund, das hast du da. Ich kenne die Leute hier gar nicht. Ich kenne keinen einzigen hier. Mal sehen. Sind die Barmanis eigentlich nur noch? Was sind wir? Wir sind im Frieden. Nö, ich meinte diplomatische, ich meine Kolonialreichweite wegen Wissensteilung. Oh ja, das wäre nett. Aber noch nicht. Ich hab aber sehr bald, wenn da wäre natürlich höchst, werde ich es machen, aber ich hab sehr bald dann die eine Sache. Nein. Okay, mach mir dann. Und zwar die erweiterte Kolonialreichweite. Mhm. Okay, ich versuche mal Ainu zu annektieren. Ach, fuck. Die wollen noch nicht. Ach so, ja, aber der Seekampf gerade stattfindet. Ah, jetzt wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, tschüss. Das ist echt scheiße, das Spiel. Wobei, es kann auch sein, dass sie außerhalb der Kolonialreichweite binden, was bedeutet, versuch nicht zu hoffen. Dürften ja dann gleich die Aino-Mission beenden können, oder? Befriedete Nord. Okay. Okay. Ja. Beste Idee. Och, Weihrauch. Och, nee. Ich wollte keinen Weihrauch. Ich habe viel weniger keine Freunde als du, ja? Pff, so wirklich. Nun, diese bescheuerten Sachen wie Weihrauch, die man einfach so kriegt. Ich meine, meine imaginären Freunde sind meine Freunde. Hey, du hast, ja. Kilian, nee, das geht noch nicht. Ja, müssen wir. Ich verleugne nie Leute, die ich nicht kenne. Die Flotte kannst du auch gleich mitnehmen. Wir müssen wahrscheinlich nach Ito. Die ist gerade auf Hannes, auf Entdeckermission. Weil Ito annektieren wir doch auch gleich, oder? Gut. Ito? Reden wir mal über Achso. Krieg mit Langsang. Wie möchtest du es schaffen? Das ist. Moment, was? Ach so, meinst du, ja. Das ist doch noch mit.
Kangao ist. Achso, das ist. Verstehe. Honky Tonk, du kannst eigentlich in der Zwischenzeit schon eigentlich die Entwicklung ankurbeln in der Hauptstadt wählen und dementsprechend dann das beschleunigen mit der Institution. Wenn du da Machtpunkte ausgibst für. Ja, ja. Einfach Machtpunkte reinblättern und dann geht's schon. Ja, die brauchen wir auch sonst nicht. So, ich führe mal den Angriff. Oh, ich könnte Ligo angreifen. Ich komme zwar nicht hin, aber ich könnte es angreifen. Aber ich muss jetzt leider eine kurze Friedensperiode einlegen wegen meinem scheißigen Schatzhahn. Ich höre einfach nicht zu, was er sagt, das passt schon. Svia sind Delfini, aber was sagt, da höre ich auch immer nicht zu. Oh, die Khmer sind wieder da. Was, wo komme ich jetzt her? Ligo ist wirklich, okay. Ligo ist wirklich recht mächtig. Ligo ist strong. What the fuck? Ab. Ja, ich kann den Krieg erklären, ich habe auch einen Anspruch, aber ich käme halt nicht rüber. Ja, also dann lass sie erst. Wir haben es ohne Schiffe geschafft. Oh, oh was? Wieso sehe ich den? Wieso weiß ich sowas? Gute Frage. Wieso wurde die Form aufgehoben? Die ist doch toll. So macht man das. Nein, man muss immer zur Reform Nein sagen, egal was es ist. Okay, okay, ja, die Ming haben sich selbst gekackt. Okay. Oh, Ming hat sich aufgelöst. Nee, übrigens, ihr habt einen neuen Herrscher, der hat 353. Das ist. Aha. Ja, gut, das war's dann wohl nicht. Ich muss mal mehr Force abreißen, das bringt ja nichts. Mal sehen, aber wann Yui und sowas sich und wo sich unabhängiger nennen werden. Wobei, habt ihr die jetzt nicht mit dem Krieg? Das ist Delfino, Dämon, Freunde, noch nie gehört die Namen. Was? Was meinst du? Das kann nicht wahr sein. Marco, kann ich da so langsam das Geld aufhören? Wenn du uns verarmen lassen willst, dann ja. Ihr habt 99%. Ja, aber wir sind trotzdem bankrott. Ach, komm schon. Baut ihr wieder zwei Kolonien auf? Habt ihr auch nicht spielen. Ja. Was? Wir haben nur eine? Ist doch gerade viel zu teuer. Sonst sind wir so teuer. Oh Gott, wir haben echt gar kein Geld. Wer beendet doch den Krieg und macht einfach das Geld runter. Nebenbei, sieh hier gerade meine Flotte. Wir haben den Krieg nicht gewonnen. Guck mal, meine Flotte ist gerade bei euch dort. Ja, ich fürchte auch. Ihr habt so viele Schulden wie ich. Oder ist das? So, ich sehe Hokkaido nebenbei. Jetzt. Ich könnte ein goldenes Zeitalter beginnen. Dann mach halt. Wie sollte ich das jetzt schon machen? Das ist reine Verschwendung. Wir haben Armeen im Exil. Okay. Dann hör das auf. Bald. Aber jetzt ernsthaft, wieso sehe ich das mit der Reichsreform? Ja, ich habe gesehen, dass nichts an dem Krieg ist. Ich sehe nichts dort. Überhaupt nicht, ist von wo du bist. Das einzige, was ich sehe, ist Hormus im Westen und Mekka. Das war's. Ja, yeah, ich weiß. Muss ich nur fragen, wie meine Verbündeten das sehen mit Krieg? Ach, mal sehen, ob ich da was hatte. Na toll, Harima, wo ist das? Dann muss ich jetzt wieder. Oh. Sind wir denn hier, sind wir daheim? Immer ist im Westen, westlich von Osaka. Das weiß ich aus Total War Shogun 2. Ich hab schon die Autonomie erhöht. Wer hat gerade wegen Total War Shogun 2 gedacht? Ich. Na komm. Und wieso? Weil es ein gutes Spiel ist. Hm? So, was ist mit Fast los?
Oh, der Temurida expandiert. Oh. Hauptsache nicht. Faddel ist immer. Faddel ist strong. Fertig aus. Faddel ist bestes Land vom Namen her. Ich hasse das Gold, das Fleisch. Ach, nimm mal die Stab. Ach, der Vierschein. Ja, ich kann mal Truppen zu dir hinschicken. Das Problem ist nur, Geld ist halt ein bisschen knapp. Weil ich gewisse andere Chaoten dort unterstütze. Wer braucht Truppen oder Geld? Ich brauche Geld. Ja, das brauche ich auch. Wer braucht das nicht? Was ist das überhaupt? Ich kenne das immer noch. Aber ich mache mindestens. Schick mir mal welches. Liege und Panzer ist nur dieses Gekloppe. Panzer. Mist. Weil Langsang ist halt gerade im Krieg, ne? Scheint auch noch zu verlieren. So. Ne? Also, wir müssen darauf warten, dass die am Norden es durchkriegen. Dann kann ich die Subvention stornieren und hab genug Geld, um meine Einheiten unterzuhalten. Stornier das einfach so, das passt schon. Ist auch nicht nett. Das muss ich jetzt nicht verstehen, warum du die Schiffe aufgelöst hast. Hä? Ja, du hast alle unsere Transportschiffe aufgelöst. Honky-Tonk, warten wir noch ein bisschen. Muss ich sowieso scheinbar. Kommen irgendwelche Truppen an? Ich müsste meine Feste... Jetzt musst du neue Transporter bauen. Wobei, wir müssen jetzt sowieso noch warten, bis meine Truppen überhaupt vor Ort sind. Du siehst ja gerade, dass das ein bisschen dauert. Hä, ich hab doch die Schiffe nie mal angekriegt. Nein. Also ich habe sie nicht aufgelöst, ich habe nur das Geräusch gehört. Ich habe auch das Geräusch gehört. Ich hätte jetzt gerne mal schon mal. Kollegialrausch! Lelouch, kannst du uns zwei Transportschiffe verkaufen? Ich kann einfach das hier machen, so, ihr habt genug Geld. Ja, dann bau Kilian, wir verlieren, haben die Kolonie eh verloren. Wir sind nicht im Teamspeak. Und der Finger ist nur körperlich anwesend. Nice. Also wie immer. Stabilität. So, ich erhöhe mal meine Einnahmen, indem ich eine Kultur akzeptiere. Wie löschen wir überhaupt Kulturen aus? Die Option fehlt irgendwie. Kultur konvertieren. Ja, ich möchte nicht konvertieren, ich möchte sie auslöschen. Ja, Kultur konvertieren geht nur. Ja, aber dann leben die ja noch. Du kannst die Entwicklung komplett runterschrauben von denen. Ja, aber dann existieren die ja immer noch. Es sind immer noch Menschen da, die weg müssen. Ich denke, soll ich jetzt Entwicklung, Autonomie reduzieren oder nicht? Na, nehmen die endlich auf. Brauchst du schon irgendwo? Ja. So, ich habe jetzt Samurai-Kavallerie. Na gut, ich werde dies wieder wechseln, aber nö, wobei, das Problem ist eben, wie weit bin ich denn technisch wenn ich jetzt die asiatische Steppenkavallerie wähle, wird die mir verkauft von der Mandschurei oder nicht? Ist jetzt die Hauptfrage. Was meinst du mit verkauft? Denn eigentlich habe ich ja immer auch Elefanten. Wow, langsam ist ja richtig am Verlieren. Also gut, ich glaube, du kannst bei der Situation so wirklich den Krieg erklären jetzt. Jetzt muss ich erst noch kurz warten, bis der Drill, dass wir Moral haben. Schalten wir unsere Festung ab, Marco. Das haben wir überhaupt alles schon mal besetzt, da oben, Alter. Naja, es ist halt blöd für unsere Armee-Tradition, aber... Ja, könnt ihr endlich mal den Krieg beenden, ich brauche Geld. Was machen denn diese Namen, den Scheiß-Krieg? Sein, aber... Jetzt verliert ja, endlich. Aber Lebensmittelknappheit, jetzt komm schon. Also 43% ist schon recht viel, was Alter. Das angeht. Gut, also du kannst den Krieg, kannst dich auch im Krieg mit... Aber du musst unbedingt mehr in deine investieren. Du machst zu viel. Gott, ich werde bei Angkor vorrücken. Kannst du den Krieg erklären, den? Wo wirst du vorrücken? Angkor. Geh ich mich weiter rauf. So, was ist jetzt mit Delfinio? Weiß ich nicht, der alles gemüllt wird, aber... Ja, ich bin dabei.
Gut, dann lad uns ein und wir klären Krieg und er kann Taungo angreifen, direkt seinen jetzt noch Tributstaat. Und was soll der... Die Pause jetzt? Ich denn da dann? Das wird schon alles belagert, wie es aussieht von... Ist egal, erklär trotzdem den Krieg. Besser, wir sind im Krieg als... und können dann noch ein paar andere Provinzen schnappen als irgendwas anderes. Ja, ich muss noch einen Monat warten, damit ich genug Moral habe. Ja. Sonst verschwindet meine Armee plötzlich. Ich glaube, Julian ist ziemlich am Ragen, weil die Reichsreform auch zurückgerufen wurde und so. Nicht. Hier ist niemand jung und motiviert. Das sind alles irgendwelche alten Spasten. Und gleich wird Italien auch noch aus dem Reich ausfallen. Nach Italien. Mhm. So, moin, bin wieder da. Krieg vorbei. Was waren denn Spendys bitte Gold? Ja, in Europa ist gerade ein Weltkrieg ausgebrochen und ich kann beitreten. Das ist kein Weltkrieg, wenn er nur in Europa ist. Mach's einfach aus Spaß. Ja, ich mach's wirklich auch. Nee, da muss ich mich kurz mit den Leuten oben absprechen, weil sonst mach ich für die alles kaputt, weil ich würde halt auf der Seite des Ottos beitreten. Das wäre, ich komme da halt nicht mal mehr rüber. Das sind 3 Jahre oder so, dass ich da drüben bin. Geht das mal weiter, oder? Und außerdem habe ich das Gefühl, dass mich dann hier irgendein Kanake angreifen wird in Asien. Ich weiß